Ich begrüße euch total recht herzlich bei Cobra 11, Alarm für Cobra 11. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind hier in einer Gemeinschaft geraten mit Erdogan, Nils, Anita und Maya und diversen anderen. Welcome to the Pleasure Dome, welcome to the show. Ja, wir schreiben das Jahr 2019, ach wie wunderbar. Wir haben Cobra 11 bis zum 14.11. und dann... Ja, und dann werden einige weinen. Ja, ist halt so. So, viele wissen, dass 5 Schauspieler gegangen sind. Sie sind schon lange nicht mehr am Set. Wir sehen sie halt noch bis zum 14.11., aber sie sind nicht mehr da. 5 an der Zahl. Wenn man mit Nils gesprochen, sind natürlich noch mehr weg. Es sind wirklich noch mehr weg. Koordinator für die Stuntleute und so weiter und so fort. Jo, wo sind wir denn? Ja, wir sind bei Cobra 11, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind bei einer Produktion von fast über 20 Jahren, wo Hermann Joa federführend und andere federführend und wo viele Schauspieler federführend ihren Weg dort beschritten. 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre, 15 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre, etc. Ja, ist eine lange Zeit, über 20 Jahre, Cobra 11. So, meine Einer trägt sehr gerne die Sachen von Erdogan Atalay. Yeah! So, es freut mich natürlich, dass ich auch dazugehören darf. Ich habe jahrelang nichts gesagt, aber jetzt... Wo sich alles ändert, habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen alles neu. Okay, dann mache auch ich neu. Ich bin der Admin. Ich habe eine neue Gruppe, RTL, Cobra 11, Freundeskreis etc. pp. Wo alle Schauspieler mit drin. Ich habe gerade noch eben mit Nils gesprochen, der auch Zwangsurlaub hat. Erdogan hat Zwangsurlaub. Pia, die Neue, hat auch schon Zwangsurlaub. Da sind wir halt auch schon beim Thema. Ja, wir haben November 2019 und alle können nachlesen bei RTL und diversen anderen online. Ja, man kann lesen. Man kann lesen, dass 5 gegangen sind und ja, und machen halt andere Sachen. So, auf unserer Seite kann man vieles nachlesen. Im Moment ist im Zug die Anita und die Maya auf dem Weg von Berlin nach Hause, nach Recklinghausen und haben keine Funkverbindung. Ihr seht, wann dieses Video oder dieser Clip erstellt worden ist, da wart ihr halt auf dem Highway to Heal oder auf dem Highway der Cobra 11 Geschichte und meiner Einer steht vor laufender Kamera und spricht dort hinein. So, ich gehöre durch Zufall auch zur Internetgemeinschaft, der WhatsApp-Gemeinschaft von Erdogan Atalay. Es ist schon eine Ehre, Erdogan Atalay zuzuhören, mit ihm sprechen zu dürfen, mit Nils zuzuhören, sprechen zu dürfen. Mit den anderen habe ich früher gesprochen, die sind aber nicht mehr da. Das ist halt, ja, ist halt so. So, sie sind nicht mehr da. Und es ist lange her, verdammt lange her, Hermann Joa und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt auch mal sein. So, Action-Konzept, da hat sich auch einiges geändert. Da hat der Koordinator, der Chefkoordinator auch gewechselt. Und demnächst werden die Stunt-Leute irgendwie selbst sich koordinieren müssen. So, Cobra 11 soll sich verändern, laut RTL, es sollte seichter werden, sollte eine richtige Polizeitruppe werden, so wie die Polizei halt ist. Sie soll also keine Atombomben mehr entschärfen, Erdogan wird also auch nicht mehr so dermaßen durch die Luft fliegen, wie er vorher geflogen und so weiter und so fort. So, als Selbstproduzierender und Herstellender, wie auch mit vielen Schauspielern verbunden, am eigenen Set, an deren Set oder als Gäste, oder als Kunden. Ja, das ist meine Welt als Administrator, als Admin, der hier halt an sich nicht vor laufender Kamera steht, aber heute steht er und spricht zu euch und sagt, willkommen im Jahre 2020, wo die Cobra sich mehrfach gehäutet, wo die Cobra sich verändert und wir ein komplett neues Casting sehen. Es sind neue Leute gecastet worden, es sind neue Leute am Set. Es ist alles neu, es wird alles neu, aber Erdogan ist da, wir hoffen Nils ist auch da, Pia ist da als neue Kommissarin. Ja, und die anderen weiß man nicht, wie die eingeführt werden. Wir wissen jetzt auch nicht, wer die Chefin des Ganzen wird, weil die alte Chefin ist ja in Düsseldorf, hat sich halt im Jahre 2019 in der letzten Folge auch verabschiedet. Unter uns, keiner ist weg. Keiner ist weg.
auf DVD, Blu-ray sind alle da. Und wer alle 36 Staffeln oder wie viele Staffeln da auch noch, also auf Deutsch, wer alle Staffeln hat, hat alle und keiner ist weg. So, jeder muss natürlich seines Weges gehen. Jeder muss natürlich andere Sachen machen und machen auch andere. Wir unterhalten uns auch zwischendurch, sagen, hallo, wie geht's denn so? Was macht das Theaterstück? Weil am Theater oder an einem anderen Set oder halt in der Schule. Ja, so gibt's auch, dass einer plötzlich wieder in der Schule ist, studiert, irgendwelche andere Sachen macht wie Schauspielerei. Sowas gibt's auch. Ja, es waren viele, viele am Set bei Cobra 11, die man seit 1996, seitdem sehen wir in der dritten Staffel da hinzugekommen und seitdem geblieben und alle anderen sich verändert haben. Wenn man genau hinschaut, merkt man auch, dass die Spuren dessen an Erdogan, Atalay nicht so... Er ist auch ein Herzmensch, ein Gefühlsmensch, ein Vater, er ist ein toller Typ. So, und tolle Typen leiden auch zwischendurch, man sieht's. Nein, man sieht's. Auch in der Kameraeinstellung, da ist nichts gespieltes Ernst. Wirklich, die Tränen, die da laufen, die sind wirklich gelaufen und die werden natürlich auch abgewischt, das ist klar, aber sie sind echt. Sie waren echt, weil man weiß, dass der Kollege geht und er geht wirklich. Rösner ist natürlich schon lange gegangen und er freut sich jetzt des Surfens und des Weiteren. So, meine Damen und Herren, ihr habt schon gemerkt, es geht hier um Cobra 11, es geht um die Häutung der Cobra, es geht um Veränderungen, die halt durch RTL, RTL will Veränderungen, RTL hat einen neuen Cast, hat neue Leute, lassen wir uns überraschen. Es freut uns natürlich, dass Erdogan Atalay als Semir Gerkan geblieben ist. Wir hoffen wirklich, dass auch Nils bleibt. Nils Körbin bleibt, dass er den Hartmut-Freund weiterhin in der KTU darstellt oder vielleicht auch noch was anderes darstellt. Wir hoffen, dass wenigstens so ein kleiner Mini-Kern bleibt und nicht neu gemacht wird. So, die Polizei verändert sich ja auch ständig. Das ist halt ein Alarm für die Autobahn. Das ist eine Autobahnpolizei. An sich sind das keine Spezialeinheiten, die da losgelassen, wie in den früheren Zeiten, wo Atombomben gesichert werden mussten oder diverse andere hochrangige Sachen und so weiter gesichert werden mussten und so weiter und so fort. Laut RTL soll das jetzt eine neuartige Filmreihe werden. 2020 wird also um 180 Grad gedreht und das Ganze 180 Grad neues Cobra 11, neue Darsteller, neue Hauptfiguren, eine Hauptfigur bleibt, das ist Erdogan Atalay als Semir Gerkan. So, wie ihr seht, trage ich auch unheimlich gern seine Ware. Ich habe natürlich auch das T-Shirt wieder unten drunter, es ist mollig warm. Ich kann es leider nicht zeigen, weil dann bin ich wieder durchsichtig, weil ich hier vor einer Greenwand arbeite. So, ich könnte natürlich jetzt vor einer normalen Wand arbeiten, dann könnte ich euch auch das T-Shirt zeigen. Aber das T-Shirt kennt ihr, ich empfehle halt so etwas. Und ihr wisst, dass ihr zwischendurch großes Glück habt, wenn ihr sowas ordert, dass ihr da sogar eine Autogrammkarte oder sogar das Sweatshirt von ihm unterzeichnet habt. Also die, die ein Sweatshirt oder ein T-Shirt oder dieses hat, oder Hut, keine Ahnung, wie man es ausspricht, jedenfalls dieses gute Stück hier unterschrieben hat, hat natürlich etwas von Erdogan selbst, kann sich großartig und glücklich schätzen. Vielleicht habe ich das große Vergnügen, dass mir das auch mal widerfährt, dass Erdogan so etwas selbst signiert. Wer weiß, ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich mir einige Sachen besorgen, auch das mit dem ganz großen Namen hier. Ja, das sieht auch klasse aus. Ich versuche auch so eine Mütze zu bekommen, beziehungsweise Schirmmütze. Ja, dass ich so eine Schirmmütze bekomme, wo dann dieser Cobra-Kopf drauf ist. So, Cobra 11 ist eine lange Geschichte von Polizisten, die da arbeiten. Im Hintergrund seht ihr die Auflösung, dass da viele waren. Es waren viele Leute, viele an der Seite von Erdogan, viele Seite sozusagen am Semir. Semir Gerkan hatte viele Kollegen, die am Set mit ihm gearbeitet und diese Serie so erfolgreich gemacht hat. So, diese ist erfolgreich. Gut, die Chefs des Ganzen sehen das alles ein bisschen anders. Die gehen nach Quotenmeter, die gehen nach Zuschauerzahl. Wir, die seit 1996 Fans sind
Und derjenige, welcher, meiner einer, der sich jetzt outet, der sogar zur Gruppe gehört, wenn er da weiterhin gehören darf, Erdogan, der weiß noch gar nicht von seinem Glück, dass meiner einer da bei WhatsApp eingegliedert worden ist. So, auf diesem Wege begrüße ich Erdogan Atalay und sage Hallo, hier ist der Admin aus dem Jahre 1996 und er ist halt seitdem Erdogan Atalay als Semergerka mit dem Hund Rambo in den Raum kam, der damaligen Brandenburger Polizei, dort fing alles an in Berlin, heute ist es halt Düsseldorf, auf der sogenannten eigenen 4 Kilometer langen eigenständigen Autobahn von Action Concept. So, Action Concept ist da, RTL ist da, ein Stunt-Team ist da, also ist eine riesengroße Firma von Fachleuten, die das Handwerk verstehen, die mit der Kamera umgehen können, die mit dem Ton umgehen können und vor allen Dingen mit den Autos umgehen können. 7000 Autos wurden in den fast über 20 Jahren vernichtet. Über 400 Liter Kunstblut wurde vergossen. Und wer die Anfänge gesehen hat in den 80ern, wie alles vorgestellt wurde von Herrn Juha persönlich, wie er da selber vor der Kamera gestanden uns allen im DSF alles erklärt hat, weiß halt Bescheid, was Cobra 11 ist, was Cobra 11 sein könnte und was so viel Spaß macht an dieser Serie. So, ich habe mit vielen gesprochen, die die Serie auch kennen und die sich gewundert haben, dass es sowas gibt, wie Facebook-Gruppen. Ja, es gibt halt Facebook-Gruppen und es gibt auch WhatsApp-Gruppen, wo die Schauspieler selbst, ich habe gerade noch so eine halbe Stunde lang mit Nils gesprochen, Nils Kirwin. Der hat im Moment auch Zwangsurlaub, wie Erdogan und Pia. Die haben Zwangsurlaub, weil RTL da was umarbeitet, umgestaltet und so weiter und so fort. Und in den sogenannten Pausen machen die was anderes, sind auch froh, dass sie halt auch was anderes machen können. Weil das ist nicht so einfach. Man muss halt versuchen, Geld zu verdienen. Und wenn man dann halt nicht am Set ist, kann man auch kein Geld verdienen. Also ich drücke euch die Daumen, toi toi toi. Am Set, toll, toll, toll bei den Geschichten. Einige habt ihr uns ja schon gezeigt im Hochsauerland, in Brilon. Ihr habt uns auch in dem Park gezeigt mit dem Wildwasser und das Ganze. Eine Hommage auch an die Regisseure bzw. Kameraleute. Eine Hommage an die Kameraleute, die das Ganze einfangen müssen. Die im Wasser sind, ja, die gesichert sind an den gesicherten Kameras und mitarbeiten, ja. Eine Laudatio an die Kameraführung, eine Laudatio an die, die die ganzen Fahrzeuge fahren, Stunts machen und vor allen Dingen präparieren, so präparieren, dass das alles wirkt, dass das auch Spaß macht zu sehen. Ja? Also Dankeschön für Cobra 11, Dankeschön für über 20 Jahre, na, Dankeschön auch für die schauspielerische Leistungen an alle, wirklich an alle, alle die jetzt nicht dabei sind, nur noch geistig dabei sind und alle die neu dabei sind. Auch Pia Stutzenstein, die da jetzt dazugehört, die auch herzlich in unsere Gruppe mit eingebunden, mit der man sich sicherlich auch mal sich selbst unterhalten oder nicht unterhalten oder vielleicht mal Hallo sagen darf oder vielleicht mal wirklich kennenlernt, kurz kennenlernt, was man so kennenlernt, ihr wisst schon, wie ich das meine. So, im Jahre 2020 haben wir vieles vor als Truppe. Wir wollen uns das Ganze halt nochmal anschauen, Action Concept, auch das MMC-Studio da, wo der Nils momentan arbeitet, wo Nils die KTU macht, ja, wenn RTL das alles noch zulässt. Ja, jedenfalls schauen wir uns das an. Im Jahre 2020, es ist bald soweit und ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass es euch überhaupt gibt, so wie es euch gibt, alle, wirklich alle. Alle, die von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde dabei oder nicht dabei, sondern dabei, ihr wisst schon, wie ich das meine. Nicht nur alle, die vor der Kamera, sondern auch alle, die hinter der Kamera, ja. Vor allen Dingen alle, die die Kamera führen, ja. Und die ganzen Action-Sachen, man, die ganzen Bluescreens, Greenscreens, die ganzen Vorbereitungen, das Rumpfummel, das Löten und so weiter. An das komplette Team, denn wir schreiben jetzt das Jahr 2019, wir gehen jetzt auf das Jahr 2020 zu, es sind nur noch 4 Wochen und dann haben wir Weihnachten und Silvester und was weiß ich nicht alles. Also es geht also jetzt ratzfatz,
ratzfatz haben wir das Jahr 2020 und dann kommen die neuen, komplett neuen Sachen. RTL baut um, RTL häutet die Cobra und wir sehen zu. Und wir leiden nicht, wir freuen uns. Und so soll es sein. Wir freuen uns alle. Wir danken fürs Zuschauen, wir danken dabei zu sein. Wir bedanken uns bei RTL, wir bedanken uns bei Action Concept, wir bedanken uns bei jedem Einzelnen, der da arbeitet, wo wir nicht arbeiten, aber der da arbeitet, damit wir in unserem Popcorn-Kino unser Popcorn essen können und wow sagen können. Ja, wir sagen danke. Wir sagen wirklich danke. Danke für die Action, die ihr uns geboten habt. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht. Danke, danke, danke und macht's gut.